Abend, liebe Country-Freunde. Ich begrüße Sie heute recht herzlich in Ludwigshafen im offenen Kanal zu unserer zweiten Country-Music-Box. Außerdem möchte ich natürlich recht herzlich begrüßen unser Studiopublikum, die es heute wirklich reichlich eng hier haben. Und natürlich auch vielen Dank. Und natürlich möchte ich nicht vergessen, unsere Zuschauer draußen vor den Bildschirmen. Doch ich möchte nicht lang reden, sondern wir fangen gleich mit unserem Country-Music-Programm an. Auf unserer Country-Music-Box-Bühne heute hier als erste Country-Band Free Country. Herzlich willkommen. Jenny, she was dancing on the floor. Her long wrapped hair was floating like a cloud on the sunset shore. Her body moved with emotion that froze my mind in time. And all I knew was me and you were meant to have a good time. Cause my baby is a party animal, a real life child with a winning smile for you. Yeah, my baby is a party animal, dance all night and hold her tight and take her. In the arms of that girl, she turned me on and she turned me off in every way but lose. Now every night we're out there at parties all night long. My body aches, well that's the break, so I party on and on. Cause my baby is a party animal, a real life child with a winning smile for you. Yeah, my baby is a party animal, dance all night and hold her tight and take her. Thank you.
love him till the end. He makes me feel higher than my bride. She was the prettiest girl in town that you will ever find, but she hated all my music, so I left the girl behind. She is a bandit-killing lady, cuts my strings and makes me crazy, so I run away before my good friend dies. Country band begins to play. I turn my head around, I hear a lovely sound. It's a lady playing banjo like my own. She's the prettiest girl in town that you will ever find. She picks a bluegrass banjo that fits right in the band. She's a banjo-loving lady, singing songs that make me crazy, playing bluegrass music till the break of dawn. Music till the break of dawn.
Das war wunderbare Country Music live on stage hier von unserer ersten Country Band Free Country. Es wäre schön, wenn ihr euch mal zu mir gesellt, weil ich denke, auch unsere Zuschauer wollen mal erfahren, wo ihr so herkommt, wo man euch live sehen kann. Und vielleicht die erste Frage, wer ist denn mein Gesprächspartner von euch? Wem darf ich das? Der Gerd. Vielleicht stellst du deinen Madel und deine Jungs einfach mal vor. Ja, also wir sind, möchte ich gleich vorweg bemerken, nicht vollzählig. Einer ist in Urlaub und wie viel sind wir? Sieben? Einer ist krank. Nee, der steht da hinten, der hat sein Schlagzeug vergessen. Böser. Er hätte auch fast nicht mehr reingepasst. Es ist heute zu eng, ne? Ja. Unser Benjo-Spieler ist der Günther. Hallo, Günther? Es war toll, es war wirklich toll. Danke. Ja, vielleicht stellst du sie Reihe um mal vor. Dann die Bruni Meier, unsere Sängerin. Meier, ein typisch amerikanisch klingender Name. Ja, aber sie singt amerikanisch gut, ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Andreas Tomasini, unsere männliche Stimme. Hallo. Dann mein Bruder Dieter. Hallo Dieter, ich bin die Angie. Was spielst du heute? Bass, ja, okay. Ja, und ich bin der Gerd, ich mache so das Management für die Band. Ja. Dann bin ich bei dir auch richtig. Also ich denke mal, auch unsere Zuschauer wird es interessieren, wie lange es euch gibt und ja, wo ihr so tourt, wo man euch auch live sehen kann. Mhm. Also uns gibt es in dieser Formation seit 5 Jahren. Die Gruppe ist aber historisch gewachsen. Andreas und ich, wir hatten ein Gesangsduo früher. Wir haben fast 10 Jahre getourt. Dann kam Günther hinzu, dann kam später Dieter hinzu, Bruni kam hinzu und so hat sich das wie so ein Gebäude gewachsen. Stein für Stein aufgebaut. Ja. Es ist ganz toll. Ich denke, wir haben heute jetzt 3 Titel aus eurer CD erfahren und gehört. Ja. Vielleicht stellt ihr eure CD mal vor und es wäre ganz schön, wenn ihr auch den einen oder anderen Termin sagen würdet, damit unsere Zuschauer vielleicht euch auch mal live besuchen könnt. Ja, also unser Aktionsradius ist Südwestdeutschland. Man kann sagen, bis nach Frankreich rüber, Saargemünd, Pirmasens, Frankfurt, also diese Ecke Koblenz rüber. Dann seid ihr doch schon ganz schön weit auf Tour. Ja, wir sind schon ein bisschen in Deutschland unterwegs, also im südwestdeutschen Raum. Und man kann uns im Moment schlecht hören, weil wir haben eine kleine Pause eingelegt. Wir haben den ganzen Sommer getourt, jedes Wochenende haben wir gespielt und wir müssen nun das Programm renovieren, mal ein paar neue Songs aufnehmen. Genau. Dann haben wir dazwischen die CD aufgenommen, ja, und jeder muss noch seinen Job machen, weil wir sind halt eben halb Profis. Also ich denke, wenn man euch dann schon nicht live sehen kann, vielleicht solltet ihr dann ein bisschen Werbung für eure CD machen. Wo kann man die beziehen? Die CD kann man beziehen, also vielleicht kann man irgendwann die Adresse einblenden. Gib einfach deine Adresse an. Ich denke, das ist am einfachsten. Ja, dann schreibt an Gerd Mann, Gruppe Free Country, auf den Wacken 20. In 66564 führt im Saarland. Okay. Da kann man die CD beziehen. Ich denke, wenn es der eine oder andere nicht verstanden hat, das ist kein Problem. Am Ende der Sendung wird nochmal die Adresse des offenen Kanals eingeblendet und er schreibt einfach dahin. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken für die netten Worte, die wir gewechselt haben. Wir sehen uns am Ende der Sendung nochmal zum großen Finale. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Ja, und nun kommen wir
schon zu einem weiteren Programmpunkt. Der nächste Programmpunkt ist keine Country Band, sondern es ist mehr etwas fürs Auge. Es ist ein Country Club aus dem Odenwald und dieser Country Club hat sich dem Western-Tanz verschrieben. Ich begrüße hier ganz herzlich auf unserer Bühne die Greenhorns aus dem Odenwald. Herzlich willkommen. Went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. And shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi. Sweat, and they're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they gotta ride forever on that range up in the sky, on horses north of fire. As they ride on, hear their cry. Down by him, he heard one call his name. Hi-oh. You want to save your soul from hell a-riding on our range? Hi-oh. Then cowboy, change your ways, and ill with us you will ride, trying to catch the devil's herd. Das waren die Greenhorns aus dem Odenwald. Liebe Renate, vielleicht kommst du mit deiner Truppe einfach mal zu mir hierher. Denn was unsere Zuschauer nicht wissen, das ist, dieser Country Club ist befreundet mit mir. Ich kenne sie schon sehr lange. Und die Renate ist, denke ich mal, die Vorrednerin von allen. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins Greenhorns aus dem Odenwald. Und ich denke, Renate, vielleicht nimmst du dir das Mikrofon und erzählst mal, wie lange es euch gibt. Und ja. Und schau vielleicht da in die Kamera. Also den Country and Western Club Greenhorns gibt es seit 4. März 1989. Und unser Ziel ist es, die Tänze, die Western-Tänze und die Country-Musik im Odenwaldkreis viel bekannter zu machen, wie das überhaupt schon ist. Was ihr damit wirklich ganz toll rüberbringt. Mich würde noch interessieren, ich kenne mich mit Country-Tanz nicht ganz so gut aus. Ich denke, das geht ja an die Trainerin der Greenhorns. Vielleicht erklärst du uns mal den Unterschied zwischen den einzelnen Country-Tänzen, die es so gibt.
Ja, also ich glaube, der größtwiegende Unterschied ist eigentlich, dass wenn Leute Country-Tänzer oder sowas hören, dann denkt man meistens an Square Dance. Das ist völlig falsch. Also Square Dance ist mit einem Caller, das ist Musik, da redet einer drin und dann tanzt man danach. Das sind meistens nur 4 bis 5 Pärchen. Wir sind in viel größeren Vereinen, nur hier sind wir halt nur zu viert vertreten. Und Line Dance sind offene Tänze. So wie wir es hier eben gezeigt haben, den Four Corner oder Paartänze, aber kein Square Dance. Ich bedanke mich ganz vielmals für die Auskunft, denn wir haben vor, auch weiterhin immer mal wieder Country-Clubs vorzustellen, denn die Country-Clubs sind eigentlich die Gruppierungen, die Country-Music publik machen. Es sind oftmals unsere Veranstalter der Country-Music-Festivals und natürlich auch zum größten Teil natürlich unser Publikum. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr da wart, und wir sehen auch nachher unsere Greenhorns nochmal und ich denke sogar in einem zweiten Outfit, soweit ich recht informiert bin. Bis dahin verabschiede ich mich bei euch. Wir sehen uns ja gleich wieder. Ja. Vielen Dank. Ja, und die nächste Band macht sich schon fast bereit. Es ist ein Country-Sänger. Er hat in letzter Zeit Furore gemacht mit seiner neuen CD, denn er hat diese CD nicht, wie man denkt, hier in Deutschland aufgenommen. Nein, er ist ins Mekka der Country-Music gefahren, nach Nashville in USA, und hat dort ein Werk produziert, das, was sich wirklich hören lässt. Ich habe sie mir selbst angehört. Es ist ein wunderschönes Werk geworden. Und er ist heute da. Lutz Adam alias L.A. and seine Friends. Herzlich willkommen. Kommen auf unserer Bühne. I'm feeling down, I'm feeling down, lonesome and blue, lonesome and blue. All I can say, all I can say is I want you, is I want you. All of these days, all of these days, and lonely nights, want you to know, want you to know, you're in my mind, you're in my mind. Well, I feel free, pain is gone. I'm still not proud for much I've done. Someday I know it'll be alright. I just can't wait to hold you tight. Yes, I want you, I want you, I want you. Take a little time for this man. And I want you, I want you, I want you. I'm gonna do as I can. Bottle of wine won't help no more. I want to run straight to your door. My car, drive by your way. When morning comes, you'll hear me say, I'm feeling down, lonesome and blue. All that I need, all that I need, my girl with you. My girl with you. All of these days, all of these days, and lonely nights, and lonely nights. Won't you to know, won't you to know, you're in my mind, you're in my mind. Yes, I want you, I want you, I want you. Take a little time for this man. And I want you, I want you, I want you. I'm gonna do this. Baby,
and hold me in your arms. I'd like to dream forever that you will keep me warm. Take away my sorrows, be happy every day. Come make me listen to what you have to say. Tell me that you love me, and I believe it's true. When you call me baby, sad about my life, angry and in pain. But wherever I've been walking, you were by my side. Whatever I was doing, you were on my mind. Here I wanna tell it all, I'm still in love with you. Trust your ears, but believe me, girl, yes, it's true. be kind and stay here for a while.
dreaming about the next time, date and place. Day after day I'm looking for the chance to see you soon. I think I may go crazy by Sunday afternoon. I saw the light of heaven deep in your blue eyes. I hear your sweet soft laughing and a little bit of love into my heart. All through the night, please, my thick heart dreams come true. Let me hold you tight. When I see you next time, please don't walk away. Just listen for the minute, hear me say. I saw the light of heaven deep in your blue eyes. I hear your sweet. Stop laughing. And a little bit of love comes to my heart. And a little bit of love comes to my heart. And a little bit of love is on my mind. Das war die Country Band L.A. and Friends. L.A., vielleicht kommst du mit deinen Freunden hier zu mir hierher. Das Stück Light of Heaven, ein Titel, wo man einfach mitmachen muss. Man kann nur mitmachen bei der schönen Musik, die du machst. Es ist eine ganz tolle CD geworden. Ich hatte das Glück, die Titel raussuchen zu dürfen, aber ich kann wirklich sagen, es sind alle Titel so schön. Dankeschön. Bitteschön. L.A., wie lange gibt's dich? Und was uns natürlich brennend interessiert, wie kommst du als deutscher Country-Sänger dazu, nach Amerika zu fahren, um dort deine CD aufzunehmen? Also mich gibt's seit 1952 und nach Amerika bin ich mit dem Flugzeug gekommen. Gut. Gut. Ja, aber nee, es ist schon relativ ungewöhnlich, dass eine deutsche Country-Band rübergeht. Zumindest ist es nicht alltäglich, ne? Ja gut, also ich habe irgendwann mal angefangen im Country- und Freizeitclub Wiesbaden und ich möchte es auch jetzt minimieren, also nicht ganze Romane erzählen, aber beim Cowboy of Wiesbaden durfte ich damals in die Country-Szene einsteigen, was ich sehr gern gemacht habe, auch durch den Country-Circle mit diesen Beschreibungen der Plattenkritiken und so weiter. Und auf einer Weihnachtsfeier dieses Clubs 1990 hat man mir dann praktisch eine Gitarre in den Arm gedrückt, und weil man hatte gehört, ich schreibe auch Lieder, und da waren sie neugierig und das wollten sie mal hören. So, naja gut, und dann ging es jetzt irgendwie weiter und dann machen wir es noch kürzer. Also ich hatte den Plan, eine CD zu machen, und bei der letzten Kevin Henderson CD Veröffentlichungsparty habe ich den Andy Forstmann getroffen und habe mich mit ihm so ein bisschen zusammengesetzt, ob er noch ein paar Ideen hat, weil er ist ein super Musiker und dazu der Ehemann von der Jill Morris, und dann haben wir gesagt, top, die Wette gilt, das war's. Und dann haben wir das durchgerechnet und eruiert, ob es machbar ist, und siehe da, es ging. Man kann dich nur beglückwünschen dazu. Ich hoffe, es gibt noch mehr CDs in absehbarer Zukunft. Es wäre vielleicht noch schön für unsere Zuschauer, den einen oder anderen Live-Termin. Hast du schon Live-Termine jetzt mit deiner Eingruppierung? Ja, ein sehr schöner Live-Termin, da freue ich mich also wahnsinnig drüber. Am 4.11. in Waldorf, Mörfelden-Waldorf in der SKG-Sporthalle. Da dürfen wir mit diesem Texaner in Deutschland, mit dem Chuck Drummond Stars and Bars zusammenspielen. Und ich bin sicher, es gibt eine super Show, und Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ja, ohne Ahnung. Das war ein interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei L.A. und seine Friends. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns nachher nochmal zum großen Finale. Tschüss.
Ja, und jetzt habe ich die große Ehre, einen Country-Musiker anzusagen, der sich hier schon auf unserer Bühne bereit gemacht hat. Zu ihm braucht man eigentlich nicht viel zu erzählen, denn er steht schon seit mehr als 30 Jahren auf der Country-Music-Bühne und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist er bekannt. Ich freue mich, heute hier zu haben, Joe Hodkins. Herzlich willkommen, Joe. Mein Portland daheim. Der Strand so lang und weiß der Sand, soweit das Auge reicht. Ein Sandwich in einem Picknickkorb, das Leben war so leicht. Ich stand total auf Wind und Sand, Piraten schwarz wie Teer, auf Mom und Dad und unsere Farm und Schiffe auf dem Meer. Die Ebbe kam, die Flut, die ging, gefährlich war das Riff. Kapitän verlor bei Nacht sein stolzes Schiff. Das Wasser sucht sein Opfer, spuckt es nicht mehr aus. Und zwischen Land und See, da war mein Zuhause. Sie ist jung und schön, sie ist blond und ist rein. Sie erinnert mich an Orten daheim. Sie ist jung und mein, sie ist süßer als Wein. Ich denk zurück an mein Portland daheim. Die Fische und die Kähne da, wie lange ist das schon her? Heute bleibt das Netz die ganze Nacht bis zum Morgen leer. Die bunte Wäsche auf der Leine, Kinder auf dem Hof. Das ist längst Vergangenheit in meinem kleinen Dorf. Sie ist jung und schön, sie ist blond und ist rein. Sie erinnert mich an Orten daheim. Sie ist jung und mein, sie ist süßer als Wein. An mein Portland daheim. Sie ist jung und schön, sie ist blond und ist rein. Sie erinnert mich an Portland daheim. Sie ist jung und mein, sie ist süßer als Wein. Ich denk zurück an mein Portland daheim. Das Leben schlägt manchmal ein ganz großes Leck. Man stolpert und kentert und fällt in den Dreck. Den Job kurz verloren und die Frau hinterher. Scheidung und Schulden, es blieb ihm nichts mehr. Er sitzt jetzt vor dem Kaufhaus, den alten Hut in der Hand, die eiskalten Blicke in die Seele, total gebrannt. Es gibt Sieger, Verlierer, das Glück spielt Roulette. Heute die Parkbank und gestern ein Bett. Es gibt Sieger, Verlierer, so hart wir auch sind, auch Siege verlieren. Es weht ein kalter Wind.
Stimme hat Wärme, als er sie plötzlich hört. Auch ich war ganz unten, auch bei mir lief's verkehrt. Er hört, wie er redet, und es tut ihm so gut. Er sieht diese Augen, sie machen ihm Mut. Ein Haus und viel Arbeit, das biete ich dir an. Die Narben, die heilen, und du wärst ein neuer Mann. Immer einen Grund.
Es gibt immer einen Grund, das stimmt und trifft auch fast auf fast alles zu. Es ist mir eine große Ehre, dass du heute hier bist, denn Joe steht schon so lange auf der Country-Music-Bühne. Es ist für alle Country-Musiker ein Vorbild, einen Country-Sänger hier dabei zu haben, der wirklich schon so bekannt ist und so viele Ehrungen schon erhalten hat. Joe, am meisten würde mich und vielleicht auch unsere Zuschauer interessieren, du bist, ja, nicht klar, du bist von Geburt aus Portland, du hast gerade ein Lied darüber geschrieben und für mich ist England nicht unbedingt ein Country-Music-Land. Wie kommt ein Engländer zur Country-Music? Oh, da hast du was Falsches gesagt. Oh. Nee, ich meine, viele Leute meinen, dass die Country-Music aus Amerika stammt. Ich muss sagen, die Amerikaner haben das neu verpackt, aber Country-Music, die Herkünfte stammen hier aus Europa. Das würdest du auch bestimmt wissen. Weißt du auch. Du hast es nur nicht gesagt. Ne? Nur nicht gesagt. Und in England ist eine riesengroße Country-Bewegung, als ich ein kleines Bub war. Meine ganzen Onkels, mein Vater, die ganze Familie, die standen alle auf Western-Filme. Und natürlich war immer, damals hat man Country und Western gesagt oder Western-Musik im Hintergrund. Und so habe ich einen Geschmack bekommen. Und dieses Stück Portland daheim habe ich geschrieben über meine Heimat. Ich bin aufgewachsen in Portland oder auf Portland, das ist eine Hauptinsel, an der Südküste von England. Ja, es hört sich toll an. Es ist eine schöne Musik, die du machst. Du singst vorwiegend deutsche Country-Musik. Wir wissen es alle. Du bist einer der Country-Musiker, der eigentlich die deutsche Country-Szene ganz groß rausgebracht hat. Du hast angefangen ziemlich mit den deutschen Country-Stücken und natürlich auch englische Country-Stücke oder amerikanische. Ja, ich habe natürlich immer Englisch gesungen, aber es war damals diese Sendung Kilometer 330 und man erreichte einfach, ich lebe in Deutschland und ich möchte, wenn ich Lieder schreibe, möchte ich, dass die Leute auch die Texte verstehen, weil ich singe auch unheimlich gerne auf Englisch, okay. Aber wenn man sich bemüht, ein schönes Lied zu schreiben, will ich auch, dass die Leute das verstehen. Ja, das ist auch auf jeden Fall lobenswert, weil ich denke, es gibt immer noch viele deutsche Leute, die noch kein Englisch verstehen und gerade für diese Zuschauer und diese Zuhörer ist es natürlich toll, wenn auch Musik geboten wird, die jeder verstehen kann, das ist ganz klar. Joe, du hast eine Single rausgebracht, die ist noch relativ neu, vielleicht, wo kann man die beziehen? Normalerweise sagt man in alle Fachhandel, aber leider wird es noch in Deutschland ein bisschen in die größeren Schauplattengeschäfte, Country, die Country-Musik ein bisschen stiefmutterlich behandelt. Ne? Man kriegt vielleicht vom Tom Astor oder vom Truckstop, aber ich freue mich, dass meine Platten auch jetzt mittlerweile anwesend sind in die meisten großen. Ich habe sie schon gesehen. Große Schauplattenläden, ja, genau. Aber und es wird mich freuen. Ja, das war die neue Single. Das heißt, es gibt immer einen Grund und es gibt auch ein ganzes CD dazu. Ne? Ja, okay. Joe, wann kann man dich live sehen mit deiner Band? Oh, wir sind hier. Ich weiß nicht, wo alle Leute hier zuschauen, aber wir sind überall in Deutschland. Zwei Veranstaltungen würde ich gerne durchsagen. Oder drei vielleicht. Das ist einmal der 25. November in Langens, in Country Weihnacht. Einmal der 4. November in Stadthalle Rüsselsheim. Und einmal der 16. Dezember in die Modehalle zu Oberramstadt, auch in Country Weihnacht. Sonst sind wir überall bundesweit. Dann laden wir hiermit einfach mal alle unsere Zuschauer ein, doch den ein oder anderen Live-Termin bei uns zu besuchen. Joe, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Wir sehen uns nachher zum großen Finale nochmal. Ich bedanke mich auch. Ich möchte auch eine persönliche Dankeschön von mich als Künstler. Die ganzen Leute, die hier im Studio sind, das Studio ist überfüllt. Es stehen auch noch viele Leute draußen. Das ist ein Wort vielleicht an die anderen Anstalten in Deutschland, die keine Country-Musik bringen. Guck mal, was für ein Ansturm hier ist. Und ich bedanke mich an alle Leute, die so lange die Country-Szene in Deutschland unterstützt haben. Und irgendwann wird das knallen. Vielen Dank an euch alle. Danke. Joe, ich bedanke mich auch. Und jetzt geht es bei uns weiter mit unseren Country-Tänzern aus dem Odenwald. Die Greenhorns nochmal. Herzlich willkommen nochmal hier auf unserer Bühne. Courage up, my plot.
left the bar, they got in his car and they drove away. He drove to the family inn. She didn't even have to pretend, she didn't know what for. Then he went to the desk and made his request while she waited outside. I'll unlock the door. She kept saying, I've never really done this kind of thing before. Have you? Third rate romance, low rate rendezvous. And he said, yes, I have, but only a time or two. Nochmal unsere Greenhorns. Und liebe Greenhorns, ihr könnt eigentlich schon gleich da bleiben. Und ich bitte auch alle unsere aktiven Country-Musiker nochmal hier auf die Bühne, denn wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Es ist die zweite Country Music Box gewesen. Die erste wurde schon mit ganz großem Erfolg absolviert. Wir hatten eine sehr große Resonanz und ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, am 11. und 12. November gibt es in Sinsheim eine Country-Messe. Es nennt sich die Country-Messe Fanfare, auf der die anwesenden Bands und natürlich sehr viele andere mit einem Stand vertreten sind, um sich vorzustellen, unserem Publikum und natürlich auch den ganzen Veranstaltern. Und die Messe Sinsheim hat uns heute 20 Karten zur Verfügung gestellt und dazu 4 Award-Karten, die wir verlosen möchten. Am Ende der Sendung wird die Adresse eingeblendet. Wer am schnellsten ist und schickt die Adresse hin, der bekommt diese Karten. Und ich möchte mich verabschieden mit einem Keep It Country und mit meiner eigenen Band musikalisch, mit der Country-Band Appalachian Trail und dem Titel Riding the Trail. Und tschüss.